Hallo, ich bin Jaco und ich bin Hilfsorganisations-Otto-Normalverbraucher. Das bedeutet, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ich sehe auf der Straße UNICEF oder Greenpeace-Anwerber, dann verstecke ich mich hinter einem Baum. Oder ich nehme einen 20-minütigen Umweg nach Hause, weil ich Angst habe, dass ich ein Abo abschließe, obwohl ich es nicht haben will. Man sagt ja auch immer so schön, man weiß ja auch nicht, wo das Geld ankommt. Sagen wir mal, sogar wenn das Geld da ankommt, wo es ankommen sollte, dann ist man ja auch selbst noch nie da gewesen. Ich bin zum Beispiel ein total empathischer Mensch. Wenn es Freunden von mir schlecht geht, dann will ich nichts lieber tun, als ihnen zu helfen. Aber wenn ich Bilder von etwas sehe, wo ich noch nie gewesen bin und wo ich mich nicht wirklich hineinversetzen kann, dann ist es total schwer, wirkliche Empathie aufzubringen und Aktionsbereitschaft. Und sogar wenn es einen irgendwie mal kurz schockiert und man denkt, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, dann schaltet man um und dann läuft Günther Jauch und dann hat man es irgendwie in 5 Minuten auch wieder vergessen oder denkt sich, ja, als ob meine 10 Euro da jetzt irgendwie die Welt verändern. Das habe ich auch den Johannitern erzählt, als sie sich letzte Woche bei mir gemeldet haben. Und dann haben sie etwas sehr Unerwartetes gesagt. Sie haben zu mir gesagt, ja, Jaco, dann pack deine Sachen und komm mit nach Kolumbien. Und dann zeigen wir dir einfach mal, was da abgeht und was wir da machen. Was sollte ich sagen, außer ja? Deswegen würde ich sagen, auf nach Kolumbien. Das ging ja schnell. Für euch waren es 16 Sekunden, für mich waren es 16 Stunden Flug. Und morgen früh geht's weiter. Ich bin sehr gespannt und aufgeregt. Gute Nacht. 7 Stunden später wache ich in Medellin auf. Das ist so verrückt einfach. Mit dem Hotelcafé bewaffnet gehe ich raus auf die Straße und versuche, einen ersten Eindruck zu bekommen. Auf dem Hinflug habe ich eine Mitarbeiterin der Johanniter gefragt, warum wir ausgerechnet nach Kolumbien fliegen. Und sie hat mir erzählt, dass Hilfsorganisationen wie Caritas International oder eben die Johanniter sich für Länder wie Kolumbien einsetzen, da es vergessene humanitäre Krisen sind. Das sind wohl Krisen, die schon seit Jahrzehnten bestehen, aber über die in den deutschen Medien so gut wie nie berichtet wird und deshalb eben vergessen sind. Gleichzeitig überlege ich, was ich über Kolumbien weiß und das Einzige, was mir einfällt, ist Kokain und Strand. Ich fühle mich direkt heimisch, weil wir wissen ja alle, dass heimlich in mir eine Latina schlummert. Und der Latino-Vibe platzt hier wirklich aus allen Nähten. Spanische bzw. kolumbianische Musik tönt laut aus jedem zweiten Haus und irgendwie wirkt alles bunter als zu Hause und ich kann mir noch gar nicht so wirklich vorstellen, dass in dieser Stadt so viel Leid herrschen soll. Also frage ich einfach mal nach, was hier eigentlich los ist. Mir wird erklärt, dass seit über 50 Jahren bewaffnete Konflikte die Menschen in diesem Land zur Flucht zwingen. Paramilitärische Truppen, die Drogenmafia und das kolumbianische Militär tragen einen blutigen Konflikt aus. Am stärksten, wird mir gesagt, leidet die ländliche Bevölkerung darunter, denn sie werden aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben. Menschen werden getötet, verschleppt oder sie schaffen es eben nach Medellin zu flüchten, wo sie dann ohne einen Cent, gerade frisch in die Armut getrieben, an den Hängen der Stadt ein Wellblech finden müssen, unter dem sie aufgenommen werden. Nach dem Frühstück werde ich ins Museum Casa de la Memoria geschickt und obwohl ich etwas skeptisch war, ob ich in einem Museum ein emotionales Verständnis für die Geschehnisse in diesem Land bekomme, bin ich dann doch ziemlich positiv überrascht. Am meisten ergriffen hat mich dieser Raum. Er ist abgedunkelt und gefüllt von farbigen Familienfotos, die erstmal total fröhlich wirken und jedes einzelne davon wird dann aber ganz plötzlich grau und nur ein Mensch auf diesem Foto bleibt farbig und das ist der Mensch der Familie, der entführt oder getötet wurde. Als nächstes geht es sehr hoch hinaus. So hoch, dass ich mit der Gondel fahren muss, um nicht den halben Tag unterwegs zu sein. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zu einer Schule, die von den Johannitern gegründet wurde. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was mich da erwartet, aber ich finde die Lage der Schule doch recht unpraktisch und habe einfach mal nachgefragt, warum die Schule überhaupt so weit oben gebaut ist. Und mir wird dann erklärt, dass Armut und Konflikte eher in den höheren Rängen der Stadt zu finden sind und nicht unten im Zentrum. Es gibt also nicht ein bestimmtes Stadtviertel, was zum Beispiel Probleme hat, sondern man könnte sagen, umso höher man geht, umso mehr Probleme kann man finden.
In der Schule angekommen, sind alle total aufgeregt und reden durcheinander, aber ich spreche kein Spanisch und verstehe kein Wort und deswegen frage ich einfach mal ganz plump nach, was eigentlich das Besondere an dieser Schule ist. Ich erfahre dann, dass es eine auf Spenden basierende Schule ist, also quasi eine Wohltätigkeitsschule, die der Entwicklungshilfe dienen soll, so sagt man mir. Ich habe dann einfach ganz blöd nachgefragt, was das heißen soll und was zum Beispiel der Unterschied zu anderen Schulen in dieser Stadt ist. Und mir wird dann erklärt, dass diese Schule ein Zufluchtsort ist und auf bestimmte Fälle ausgerichtet ist. Wir sind hier gerade in so einem Raum, hier wird so spielerisch therapiert mit Farben, so für psychosoziale Aufarbeitung, weil ganz viele Kinder hier halt auch aus Familien kommen mit sexuellen Übergriffen und Gewalt und so, und dann wird hier so Verarbeitungsarbeit geleistet, damit die Kinder ein bisschen Unterstützung bekommen in dem, was sie durchmachen. Aber neben den ganzen tragischen Hintergrundinformationen lerne ich hier auf jeden Fall zwei Sachen. Zum einen, dass kolumbianische Kinder ziemlich viel Spaß haben und besser twerken können als die meisten deutschen Frauen. Und zum anderen, dass Kameras bei Kindern ziemlich beliebt sind. Da sind so viele Emotionen, die hier irgendwie auf einen einprasseln, das ist super krass. Unten auf dem Schulhof hilft mir Kirsten, das ist eine Mitarbeiterin der Johanniter, mit einer Mädelsklicke zu reden, weil mein Spanisch, wissen wir ja alle, und Kirsten kann sehr gut Spanisch, deswegen hat sie für mich übersetzt. Ich hatte ehrlich gesagt total Angst, als Außenstehende einfach so emotionale und kritische Fragen zu stellen, aber die Mädchen gehen einfach direkt zur Sache und erzählen alles frei Schnauze, was sie wissen. Das war wirklich super cool. Ja. Das Mädchen erzählt mir, dass ihre Eltern vertrieben wurden und sie mit ihnen hierher geflüchtet ist. Und sie sagt, dass sie und viele andere ermordete Familienangehörige haben aufgrund des Konflikts. Sie erzählt, dass es früher sehr, sehr viele Kämpfe gab, dass sie sich manchmal gar nicht aus dem Haus getraut hat, weil es so gefährlich war. Und es jetzt aber ruhiger geworden ist und dass die Straßenbanden sogar manchmal vorher Bescheid sagen, wenn irgendwas Gefährliches geplant ist. Kennt ihr das? Ihr guckt der Pate und auf der einen Seite denkt ihr, diese ganze böse Kriminalität und die böse Mafia, und dann wiederum tun sie alles für ihre Familie, La Familia, und dann ist man doch wieder auf ihrer Seite. Und mit dieser romantischen Vorstellung von Kriminalität wird man hier so krass konfrontiert. Auf der einen Seite geht es um Überfälle, um Krieg zwischen Banden und so weiter, und auf der anderen Seite gehe ich dann hier in den Hof und unterhalte mich mit den Teenie-Mädchen und dann aber sagen, dass zum Beispiel, seit diese Schule hier besteht, ganz viele zum Beispiel kriminelle Sachen, die früher auf der Straße stattgefunden haben, wo Leute sich auf der Straße gegenseitig erschossen haben, dass das jetzt so Geschäfte sind, die jetzt innerhalb der Häuser gemacht werden, weil respektiert wird, dass sie jetzt Kinder und Jugendliche sind und dass in so kritischen Zeiten die Banden die Schule hier beschützen. Man denkt immer schwarz und weiß, gut und böse, aber es ist einfach eine mega krasse Grauzone. Und es geht halt überhaupt nicht darum, böse Menschen ins Gefängnis zu bringen, sondern das Denken aller Menschen zu verändern. Und zum Beispiel Leute, die in die Kriminalität abgerutscht sind, so etwas bewusst zu machen, indem sie eine Schule sehen, einen Ort sehen, wo die Kinder ihrer Freunde, ihrer Familie hingehen, und zu wissen, das lohnt es sich zu beschützen, dass so die Menschlichkeit gefördert wird und das Denken der Menschen so verändert wird irgendwie. Hola! Una foto?
Am nächsten Morgen geht's schon um 5 Uhr aus dem Bett, weil wir nämlich zu einem indigenen Volk fahren. Falls ihr nicht wisst, was indigen bedeutet, es ist das politisch korrekte Wort für indianisch. Also zu den Menschen, die ursprünglich hierher kommen und auch schon da waren, bevor zum Beispiel die Spanier und so weiter nach Südamerika gekommen sind. Also so wie Pocahontas. Und obwohl es darum hier nicht geht, möchte ich kurz einmal einwerfen, wie unfassbar aufgeregt ich war. Also so einen Einblick in eine andere Kultur zu bekommen, das war so aufregend für mich. Und ich saß im Auto und habe mir ganz doll gewünscht, dass mich die Leute gleich mögen und nicht irgendwie komisch finden, weil ich da mit meiner Kamera vor der Tür stehe und filme. Ich bin hier gerade auf so einem Mini-Klo. Ey, der Weg ist so heftig. Mir ist kotzübel. Nachdem wir 2 Stunden lang durchs absolute Nichts und die höchsten Berge gefahren sind, kommen wir langsam in eine Region, wo ein paar Häuschen stehen. Und als wir dann ankommen, sind alle Frauen ganz bunt und total cool angezogen. Und zu unserer Begrüßung wurde dann sogar ein Tanz aufgeführt. Und ich war einfach so begeistert, dass ich keine Flitzekacke in der Hose hatte, war alles. Nach der Begrüßung und der Vorstellungsrunde erzählen uns die Bewohner dieser kleinen Gemeinde dann, was ihnen passiert ist. Sie wurden vor über 16 Jahren hier von ihrem Land vertrieben und mussten alles, also ihr Land, ihre Tiere und ihren Besitz zurücklassen. Als sie dann ein paar Jahre später wieder in ihr Zuhause zurückgekehrt sind, was wirklich ihr Zuhause ist, denn sie haben Papiere für ganze 120 Hektar Land, gehörte das Land dann auf einmal jemand anderem. Da sie aber kein Geld für einen Anwalt haben, arbeiten sie jetzt für den neuen Besitzer, der Monokulturen anbietet. Und sie sagen, dass sie das sehr unglücklich macht, weil ihre Kultur ist darauf ausgerichtet, dass man die Natur beschützen soll, weil sie Leben schenkt. Aber jetzt müssen sie für jemanden arbeiten, der die Natur kaputt macht, weil sie überleben müssen. Sie haben keine Entschädigung bekommen und haben nicht mal eine Wasserversorgung. Der neue Landbesitzer erlaubt ihnen wohl, das Wasser vom Berg zu nutzen, aber davon kriegen sie Durchfall. Und wenn jemand dann wirklich mal krank wird, sind sie total aufgeschmissen, weil sie kein Geld haben, um den Arzt im nächsten Dorf zu bezahlen. Später, als wir uns dann ein bisschen umschauen dürfen, fragen wir einfach mal nach, was die Gemeinde denn bräuchte, um wieder auf die Beine zu kommen. Entonces nosotros aquí necesitamos para que ayuden nosotros, aquí más pobres del llano, necesitamos tierra. Si fuera tenemos tierra, cultivaba, a sembrar maíz, a sembrar frijol. Ah, yeah, excellent. Ich sag euch, wie es ist, ich habe sowas noch nicht gesehen. Es ist, heute ist irgendwie sowas Fiktives zur Realität geworden. Ihr wisst doch genau, wie es ist. Man macht so den Fernseher an und es laufen so 1000 Beiträge über Gott und die Welt und du siehst die typischen Bilder von afrikanischen Kindern, die sich ihre Schulmahlzeit abholen und aber irgendwie ist es nicht greifbar. Man guckt sich so viel fiktives Zeug an, so viele Filme, so viele Serien im Fernsehen, dass das, was dazwischen gezeigt wird, was echt ist, gar nicht mehr so im Gehirn ankommt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das so wegschieben können bei uns, weil das immer nur in dieser Flimmerkiste zu sehen ist. Ich glaube, deswegen werden so ganz viele voll wichtige Themen auch einfach so unter den Teppich gekehrt, weil kein Mensch fühlt es so richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, wenn du da so stehst und fragst, wo ist die Toilette? Und sie sagen, wir haben keine Toilette. Und die Kinder haben keine Betten, die schlafen auf dem Boden. 50% oder sogar noch mehr der Männer da wurden von paramilitären Gruppen entführt oder ermordet. Das sind Situationen, da können wir uns gar nicht reinversetzen. Ich habe heute den ganzen Tag diesen Kontrast vor Augen gehabt, während ich auf einer Visco-Auflage
liege. Während ich 10 Staffeln einer Netflix-Serie gucke, liegen diese Menschen in derselben Sekunde auf Holz auf dem Boden mitten im Urwald. Ich kann dieses Gefühl so wahrscheinlich auch nicht übermitteln, weil ich auch nicht vorher nachempfinden konnte, bevor ich damit stand. Aber ja, ist auf jeden Fall mega krass. Am nächsten Tag treffen wir dann Valentina. Valentina arbeitet in einer Näherei der Johanniter und ist auch eine Geflüchtete vom Land. Und sie hat sich bereit erklärt, uns ihre Geschichte zu erzählen. Sie erzählt uns, wie sie mit 4 Jahren im Haus ihrer Familie war, als es an der Tür geklopft hat. Es standen dann Männer vor der Tür, die ihre Mutter geschlagen haben und ihr eine Waffe an den Kopf hielten. Es hieß dann, sie müssten alle sofort verschwinden oder sie würden alle sterben. In Medellin wurde sie dann in der 6. Klasse von ihrem besten Freund die Treppe runtergeschubst und deswegen hat sie bis heute eine Gehbehinderung. Niemand wollte sie mit dieser Einschränkung einstellen und deswegen ist sie super froh, sagt sie, dass sie dank der Johanniter jetzt hier einen Job als Näherin hat. Sie muss jetzt jeden Tag 45 Minuten mit der Krücke den Berg runter und am Abend wieder hochlaufen. Aber sie sagt, dass sie jetzt zumindest einen Job hat, mit dem sie ihre Familie ernähren kann. Valentinas Geschichte hat mich aus irgendeinem Grund am meisten von allen mitgenommen. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich Menschen nicht weinen sehen kann. Aber auf jeden Fall haben wir am Nachmittag einen Termin mit einer weiteren Geflüchteten, die ganz oben an den Hängen der Stadt wohnt. Und ich freue mich ein wenig darauf, weil mir gesagt wird, dass Valentina dort auch in der Nähe wohnt. Und ich wollte einfach mal nachempfinden, von welchem Arbeitsweg sie da gesprochen hat. Okay, Leute, ich laufe seit 20 Minuten Treppenberg auf und ich habe das Gefühl, ich muss meine Lunge auskotzen. Und das Krasse ist, wir sind hier oben in Sektor 1 der Armutsstufe, also hier leben die ärmsten Menschen aus Medellin. Das heißt, jeden Tag laufen Kinder mit Rucksäcken, Frauen mit Einkäufen und körperlich behinderte Menschen jeden Tag hier hoch und wieder runter. Und Valentina, die ich interviewt habe, hat eine Krücke, kann mit einem Bein nicht laufen. Die muss jeden Tag eine Stunde runter und wieder hochlaufen. Und ich bin gesund und sterbe. Puh. Mir wurde gerade gesagt, dass das hier die Küche ist. Also hier drauf wird gekocht. Du bist aber sehr klein. Ja? Hallo, wer bist denn du? Hola. Hola, du freust dich, ne? Du freust dich? Hier findet gerade eine kleine Englischstunde statt. Muy bien. ¿Cómo estás? How are you? Hola. Hola. Ich muss sagen, ich bin schon relativ froh, dass ich jetzt wieder runtergehen darf und nicht nochmal hoch muss. Hola. 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 Die Leute sind so nett hier. Ich glaube, in der letzten halben Stunde haben mich mehr Menschen gegrüßt und angelächelt als in Deutschland im ganzen Jahr 2017. Als ich auf dem Weg nach Hause dann im Flieger sitze, muss ich aus irgendeinem Grund an meinen Onkel denken. Der arbeitet nämlich in der Entwicklungshilfe und manchmal, wenn er zu Besuch ist, dann fragen hinterher Leute so, was macht Helmut eigentlich beruflich? Hab das gar nicht verstanden. Und die Antworten sind immer gleich. Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Oder, ey, keine Ahnung, der fliegt irgendwie immer nach China oder in die Mongolei. Keiner kann irgendwie konkret was mit diesem Wort Entwicklungshilfe anfangen. Aber jetzt nach meinem Ausflug glaube ich es irgendwie zu verstehen. Entwicklungshilfe ist irgendwie, wie wenn man einen Freund hat, dem man hilft, wenn er was Traumatisches erlebt hat oder seinen Job verloren hat. Man hilft ihm wieder auf die Beine zu kommen und dabei kommt es auch nicht darauf an, ob man auch selber Probleme hat oder nicht. Man macht es einfach aus Menschlichkeit und Liebe. Entwicklungshilfe ist irgendwie dasselbe, nur irgendwie viel weiter weg. Ja, und wir, also ihr und ich,
können jetzt dieser Freund sein. Denn die Johanniter haben eine Initiative gegründet mit 14 weiteren Hilfsorganisationen, die Hashtag Nichtvergesser heißt. Und diese Initiative soll auf vergessene humanitäre Krisen aufmerksam machen, wie zum Beispiel Kolumbien, die seit 50 Jahren im Bürgerkrieg sind und obwohl ein Friedensvertrag geschlossen wurde, da noch so viele schlimme Dinge passieren. Aber kein Schwein berichtet einfach darüber, also kommen keine staatlichen Mittel rein und auch keine Spenden. Und ohne Geld kann einfach nicht geholfen werden. Wir können jetzt aber helfen. Und es ist ganz einfach. Das Symbol der Nichtvergesser ist ein Knoten, weil früher hat man sich, wie ihr vielleicht wisst, einen Knoten ins Taschentuch gemacht, wenn man etwas nicht vergessen wollte. Und das Einzige, was man machen muss, um ein Nichtvergesser zu werden, ist, ein Foto mit einem Knoten zu machen. Da könnt ihr total kreativ werden. Ihr könnt es in eure Haare machen, in ein Seil, in keine unangebrachten Witze, Jaco, nicht in diesem Video. Keine Ahnung, ein Kabel, völlig egal, und müsst es auf dieser Seite hochladen oder auf Instagram posten mit dem Hashtag Nichtvergesser. Und dieses Foto steht für eure Stimme. Und diese Stimme besagt, wir vergessen diese Menschen nicht. Die Menschen, die ihr in diesem Video kennengelernt habt, Valentina, Menschen aus ganz Kolumbien, die einfach die Hilfe brauchen. Und zwar nicht nur in Kolumbien, sondern in allen humanitären Krisen auf der Welt. Bis jetzt haben schon 50.000 Leute mitgemacht, aber wir brauchen bis zum Sommer 2018 100.000 Knotenfotos, weil die ganze Aktion dann dem UN-Generalsekretär übergeben werden soll, mit der Bitte, sich für diese Krisengebiete einzusetzen und diesen Menschen zu helfen. Und ich wäre einfach so stolz, wenn wir ein Teil davon sein könnten. Ich weiß, dass die Johanniter ungefähr so mit 1000 Knotenfotos aufgrund dieses Videos rechnen und ich fände es halt mega cool, wenn wir das sprengen könnten und diese Aktion halt vielleicht viel weiter voranbringen könnten, als sie schon ist, weil, ja, ich hoffe einfach, dass ich euch in diesem Video einen Einblick geben konnte, der euch in Aktionsbereitschaft bringt und sagt so, ja, oh Mann, ich werde immer emotional, ich bin gerade zu Hause in Deutschland, was soll das denn? Kann ich mal aufhören, ständig zu heulen? Ich habe schon wieder PMS. Okay, deshalb zusammenfassend bitte ich euch, macht ein Knotenfoto. Wir sind eine Generation, die sehr viel Herz hat, also lasst uns Teil einer besseren Welt sein und das Ganze vorantreiben. Teilt dieses Video auf sozialen Netzwerken, schickt es euren Freunden und bittet die Leute darum, auch mitzumachen. Das wäre super cool, damit wir so viele Fotos wie möglich zusammenkriegen. Genau. Das war's von mir. Ihr seid süß, ihr seid klein. Alle Infos sind unten in der Infobox. Auch falls ihr spenden wollt oder falls ihr Volontär werden wollt, alles auch zur Nichtvergesser-Kampagne findet ihr unten in der Infobox. Genau, das habe ich noch vergessen. Okay, ciao, Kakao.